So, ich möchte ein paar Sachen wiederholen, die wir eigentlich schon kennen, damit ihr gleich bestimmte Aufgaben lösen könnt. Und zwar gucken wir uns mal Funktionen an der Form y ist gleich ax². Jetzt kann man sich erstmal überlegen, was kennen wir alles, was wissen wir über diese Funktion. Das ist eine, die nicht nach oben oder unten verschoben ist, nicht nach links oder rechts verschoben ist, aber es ist auf jeden Fall eine Parabel, weil es ja eine quadratische Funktion ist. A ist dabei eine reelle Zahl, ja, also beliebig, ne, alles, was wir so kennen. Wir erkennen an dem A, ob die Parabel nach oben offen ist oder ob sie nach unten offen ist. Das erkennen wir einfach daran, ob A eine positive Zahl ist oder eine negative. Und wir erkennen aber auch, ob die Parabel gestreckt ist oder gestaucht ist oder ob sie die Form einer Normalparabel hat. Gestreckt ist sie dann, wenn der Betrag von a größer ist als 1. Also a ist entweder positiv und größer als 1 oder negativ und kleiner als minus 1. Gestaucht ist sie dann, wenn der Betrag von a zwischen, nein, kleiner ist als 1, was bedeutet, a ist eine Zahl, die zwischen minus 1 und plus 1 liegt. Also alle Zahlen 0 Komma. Eine Normalparabel ist sie dann, wenn a gleich 1 ist. Also der Betrag von a gleich 1 ist, bedeutet a ist entweder 1, dann haben wir die Normalparabel. Oder a ist gleich minus 1, dann ist der Betrag ja 1. Dann ist es eine nach unten offene Normalparabel, also gar nicht verschoben, nicht gestreift und so weiter. So, jetzt wollen wir die zeichnen. Oder wollen so eine zeichnen, ne? Eine solche Parabel. Koordinatensystem, xy, ich mache hier schon mal Koordinaten für, also die Skalierung für die 1. Der x-Wert ist unser Eingangswert, ne? Und dann gibt es immer einen y-Wert noch dazu. Das ist dann der Funktionswert. In jedem Fall bekommen wir Wertepaare x, y. Und das sind die Punkte im Koordinatensystem, durch die dieser Graph dann laufen wird. Jetzt brauchen wir ein Beispiel. Und zwar nehmen wir die Funktion y ist gleich 0,5 x Quadrat. Soll jetzt ja nicht zu schwer sein. Fall 1. Wir wollen p berechnen, so steht das oft in den Aufgabenstellungen, für einen bestimmten x-Wert, zum Beispiel x ist gleich 1. Das heißt, da p ja ein zwei Koordinaten hat, y und x kennen wir schon, den müssen wir berechnen. Wir setzen ein, y ist ja gleich 0,5 mal x Quadrat, also 0,5 mal 1 Quadrat. Wir erhalten hier y gleich 0,5 und damit erhalten wir einen Punkt P mit den Koordinaten 1, x-Wert und 0,5 y-Wert. Und den können wir jetzt auch eintragen, ne? Also wo ist die 1, wo ist die 0,5, da ist der Punkt P. Ja, also die Koordinaten einfach hier eintragen. So, der zweite Fall wäre jetzt aber, dass wir immer noch einen Punkt P berechnen können müssen. Und zwar diesmal nicht für einen gegebenen x-Wert, sondern für einen gegebenen y-Wert. Und wir nehmen y gleich 4,5. Also wieder, ne? Wir brauchen ja die Koordinaten x und y. Diesmal y-Wert haben wir. Den da müssen wir berechnen. Auch das setzen wir einfach ein. Ich schreibe nochmal die komplette Funktionsgleichung. Y ist gleich 0,5 x Quadrat. Diesmal ist y bekannt, also 4,5 ist gleich 0,5 x Quadrat. Lösen wir auf nach x durch 0,5 oder mal 2 wäre das gleiche, ne? 9 ist also x Quadrat. Jetzt müssen wir noch die Wurzel ziehen, um wirklich x und nicht x Quadrat zu bekommen. Und denkt daran bitte, wenn wir die Wurzel ziehen, immer zwei Fälle. Entweder haben wir minus Wurzel aus 9 ist gleich x oder wir haben plus Wurzel aus 9 ist gleich x. In diesem Fall also minus 3 gleich x oder 3 ist gleich x. Bedeutet, wir hätten zwei Punkte. Ja, also ne, es gibt da nicht nur einen, sondern zwei sogar. Nehme ich die Punkte, ich nenne den mal P1, x-Wert minus 3 und 4,5. Da finden wir die, minus 3 und 4,5, also irgendwo hier, ne?
das wird mal P1. Und außerdem den zweiten Punkt, P2 plus 3, 4,5. Kann man auch eintragen. 1, 2, 3, ungefähr hier. P2. Ne? Also nochmal geguckt eben. Oder da ist er. Ne? Diese beiden Punkte habe ich jetzt hier eingetragen, P1 und P2. So, ich kann jetzt sogar noch die Funktion einzeichnen. Also, der Funktionsgraph geht durch den Nullpunkt und geht durch die zwei Punkte und weiter daraus, der geht auch durch den ersten Punkt. Ne? Und damit wären wir erstmal fertig.